Eine spannende Frage ist die, ob man dem Ackerboden eine flache Bodenbearbeitung ansehen kann. Hierzu schauen wir uns im Folgenden zwei Schläge mit leicht unterschiedlicher Bodenbearbeitung von mir an. In dem einen Schlag ist die Sommerzwischenfrucht mit der Fräse gestoppt worden, im anderen Schlag ist direkt in diese Sommerzwischenfrucht hineingesät worden. Wenn wir die tritikale Fläche nach dem Fräsgang beschauen, dann sehen wir, dass die Tritikale schön und gleichmäßig dasteht. Man sieht, es ist noch einiges an Weizenstroh und Weizenstoppeln auf der Bodenoberfläche vorhanden. Von der Zwischenfrucht ist nicht mehr viel zu sehen. Sie ist weitestgehend abgebaut. Schauen wir in den Bereich, wo der Boden nicht ganz so dick mit organischer Masse bedeckt ist, sehen wir, dass es mit Verschlemmungen beginnt. Insgesamt kann man sagen, dass die Fläche aussieht wie eine gelungene Mulchsaat. Die Fräseinsatz ist seinerzeit unter optimalen Bedingungen erfolgt. Der Boden hat schön gekrümmelt. Es war ein ganz klein wenig feucht, aber nicht nass. Wenn wir uns den Bodenziegel, den wir hier einmal gestochen haben, näher ansehen, so sehen wir, dass der obere Bereich sich doch etwas vom Unterboden unterscheidet. Es ist obendrauf ein Bereich von 3-4 cm, in dem das Stroh eingearbeitet ist und auffindbar ist. Die obere Schicht ist feiner und somit zugeschlagener. Unten drunter ist der Boden fest, aber er bricht und krümmelt bei leichtem Druck. Wenn wir uns die Fläche mit der Direktsaat anschauen, dann sehen wir, dass der Bestand etwas kräftiger im Wuchs ist, aber ungleichmäßiger im Bestandesbild. Wir sehen das ein oder andere Mausenest, was die Bestandesdichte dezimiert hat. Bei genauerem Betrachten sieht man auch hier, es liegt das Stroh des Weizens noch oben drauf und bildet eine dichte Mulchschicht. Auch findet man ein oder anderen Stängel aus den Zwischenfrüchten, vor allem dann, wenn sie nicht ganz kompakt auf der Erde gelegen hat. Insgesamt ist die Mulchschicht dicker und die Stellen, an denen der Boden, der offen daliegt, sind weniger. Aber auch an diesen Stellen beginnt der Boden zu verschlemmen. Die Bestellung der Tritikale erfolgte mit meiner im Betrieb vorhandenen konventionellen Zinkensätechnik. Meine Drilltechnik kam in diesem Zwischenfruchtbestand aber an ihre Grenzen. Ein höherer Durchsatz mit mehr Grünmasse wäre nicht möglich gewesen. Die Bedeckung des Saatguts war halbwegs in Ordnung, es gab aber den ein oder anderen Knubbel an Grünmasse hinterher auf dem Acker. Wenn wir uns den Bodenziegel, der aus der Direktsaatfläche gestochen wurde, ansehen, dann sehen wir, an der Bodenoberfläche ist kein Übergang zu erkennen. Die Oberfläche ist mit einer dicken Mulchschicht bedeckt und unten drunter beginnt der Boden. Er ist fest, aber er bricht und hat keine scharfkantigen Bodenkrümmel.